dann begrüße ich jetzt auch diejenigen, die uns von zu Hause zuschauen und eröffne unsere Diskussion, nachdem wir alle gemeinsam den Film Auf dem Trockenen und den neuen Kampf um das Trinkwasser gesehen haben. Mein Name ist Ernst Alfred Müller, ich leite seit 16 Jahren dieses Festival und wir haben natürlich in dieser Zeit das Wasserproblem schon sehr oft gehabt. Allerdings nicht in Brandenburg, sondern wir hatten zum Tag des Trinkwassers im März das Menschenrecht auf sauberes, auf den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wir haben in der Welt Folgen der Globalisierung gesehen oder den Film Water Makes Money, wo es also darum ging, dass große Konzerne in Gebieten der dritten Welt Trinkwasser für teures Geld verkaufen. Und wir haben natürlich in diesem Film hier auch Ahnungen alle bekommen, was uns für die Zukunft droht, wenn wir mit dieser Ressource Wasser weiter so umgehen, wie wir das jetzt tun. Denn der Klimawandel hat nun wahrscheinlich auch schon im vierten Jahr uns eine Heißzeit eingeläutet, die sicherlich dazu neuem Denken veranlasst. Nico Schmolke, der Regisseur, der gemeinsam mit Konstantin Stüwe diesen Film gemacht hat, ist hier heute als Gesprächspartner anwesend. Sie können ihm alle Fragen stellen. Und ich weiß auch von unserem Techniker, dass wir unter YouTube die Möglichkeit haben, auch die Fragen unserer Live-Zuschauer zu beantworten. Er wird sie uns übermitteln. Das geht dort bei YouTube über den Chat. Also trauen Sie sich ruhig, Ihre Frage dort einzutippen. Die kommt dann hier an. Und das ist für uns natürlich alles ein bisschen abenteuerlich. Aber vielleicht gewöhnen wir uns auch an diese Form der Digitalisierung. Und ich freue mich sehr in der Vergangenheit, das ist nämlich einer der bisher meistgezeigten Filme in unserem Festival. In der Vergangenheit hatten wir Hydrologen, hatten wir Fachleute von den Wasserbetrieben als Gesprächspartner. Und nun haben wir diesmal den Abteilungsleiter für Umwelt und Nachhaltigkeit und Klimaschutz aus dem Umweltministerium Brandenburgs hier bei uns zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich Axel Steffen. Ja, ich weiß von Nico Schmolke, dass er als Journalist durch die Welt gereist ist, dass er auch in Gebieten war, wo Trinkwasser jetzt schon Mangelware ist, also im Nahen Osten. Aber vielleicht sagen Sie selber mal, ist das jetzt Ihr erster Film oder wie viele Filme gibt es schon von Nico Schmolke und Konstantin Stüwe? Also von uns beiden war es jetzt der erste längere Film im RBB. Ich habe schon, ich glaube, vorher 2-30 Minuten gemacht gehabt und für so ein YouTube-Format von Funk, vielleicht kennen es einige, das junge Angebot von ARD und ZDF, da mache ich für einen Reportagekanal auch regelmäßig Filme. Also das ist jetzt hier vielleicht mein 8. Film oder sowas gewesen, aber der erste längere. Und genau, mit Konstantin Stüwe zusammen haben wir jetzt ganz aktuellen Film gehabt, der, ich sag mal, wie so eine Art Fortsetzung hiervon war, weil dieser Film eben auf sehr viel Resonanz gestoßen ist, wurden wir gebeten, doch uns anderen, ich sag jetzt mal, Rohstoffen vielleicht zu widmen, wenn ich jetzt als Rohstoff sehen will, wo es Verteilungskämpfe gibt, und zwar eben auch hier in unserer Region. Du hast es ja eben schon gesagt, wir dachten wahrscheinlich lange in Deutschland und natürlich auch hier, wir sind so eine Insel der Seligen. Das gilt nicht nur für das Klimathema, das gilt ja für allerlei Themen und merken wahrscheinlich in den letzten, ich sag mal spätestens 6 Jahren mit den vielen Geflüchteten, die gekommen sind, unter anderem, dass wir eben doch nicht so eine Insel der Seligen sind, sondern die Probleme der Welt ja auch unsere Probleme sind und auch hier spürbar sind, und das wollten wir mit diesem Film ein Stück weit zeigen und jetzt eben auch mit dem anderen Film, wo es um Sand- und Kiesmangel geht, und es gibt jetzt den Plan, noch was zum Thema Holz noch zu machen. Und der Sand- und Kiesfilm ist noch in der Mediathek. Genau, der, das, ja. Und für Sie im nächsten Festival ganz bestimmt zu sehen. Genau, und jetzt soll es vielleicht noch um Holz und
ja, auch drohende Konflikte beim Thema Holz, ne, Holz als Rohstoff, der vielleicht mehr genutzt werden will in der Bauwirtschaft, aber auf der anderen Seite Umweltaspekte bei der Umgestaltung unserer Wälder, auch da kann es in Zukunft auch hier viel mehr zu Konflikten kommen. Das wird jetzt das nächste Thema. Also ich war jetzt nie Umweltjournalist oder so, das hat sich jetzt ehrlich gesagt so ergeben, wahrscheinlich einfach, wenn man hier lebt und kommen selber eben aus Berlin und Brandenburg, dann spürt man ja gewisse Dinge und deswegen haben wir uns dem jetzt gewidmet und sind jetzt in diese Schiene so reingekommen. Sehr gut recherchiert. Aber Sie werden das gleich selbst merken, wenn Sie Ihre Fragen an ihn stellen. Aber ich stelle jetzt erstmal die Frage an Axel Steffen. Ich habe gelesen und gehört, dass seit Februar eine Niedrigwasserkonzeption in Ihrem Ministerium entstanden ist. Gibt es also auch schon eine Niedrigwasserverordnung für das Land Brandenburg? Ja, Herr Müller, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier dabei sein kann und dass es immerhin schon eine Hybridveranstaltung ist, weil also mir reicht es mit reinen Online-Meetings. Da sind wir sehr glücklich. Dass man hier direkten Draht hat. Es gibt eine Niedrigwasserstrategie seit Februar und wenn man jetzt meint, dass dann sich die Mitarbeiter in Behörden dann damit automatisch dann auch irgendwelche Rechtsverordnungen ausdenken, dann stimmt das hier erstmal noch nicht. Soviel ich weiß, ist das sozusagen unter anderem auf Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung ausgerichtet, um hier sozusagen auch im Land Brandenburg dafür mehr Bewusstsein zu sorgen, aber natürlich auch mit konkreten Maßnahmen, mit Instrumenten, die angefasst werden sollen und vor allen Dingen, und das möchte ich gleich an dieser Stelle betonen, regional wirken müssen. Also man kann sich auf der Landesebene sehr schnell so allgemeine Zahlen basteln und sagen, also im Prinzip, ja, Niederschlagsmenge im Jahresmittel wird sich nicht viel ändern. Ist immer ganz wenig. Wir sind so das fast niederschlagsärmste. Ich glaube, die Sachsen-Anhaltiner, die sind noch etwas trockener unterwegs. Aber dann kommen wir mit einer Niederschlagsmenge, die ja nicht vergleichbar ist mit dem in Süddeutschland. So, und man könnte das jetzt weiter fortführen. Ich will darauf hinaus, in diesem ersten Statement zu sagen, man muss sich die Region spezifisch anschauen. Und da haben wir ja mehrere Hotspots allein in Brandenburg. Also beim Thema Grundwasser und Wasserhaushalt ist natürlich die Bergbaufolgelandschaft ist ja die reinste Katastrophe. Ja? Da brauchen wir ja Jahrhunderte, um da vielleicht wieder irgendwie nicht Land, sondern Wasser zu sehen in der Region. Und so gibt es andere Regionen, die noch relativ gut in Sachen Grundwasserstandard ausgestattet sind, aber andere, da wird es schwieriger und ich fand das sehr angenehm und sehr gut recherchiert, wenn ich das auch vielleicht mal kurz nochmal wieder sagen darf, Herr Schmolke. Also es ist ja schon schlimm genug, dass in Brandenburg die Ozonsendung nicht mehr existiert, aber dass vom RBB derartige Filme sozusagen finanziert und umgesetzt werden, die dann nicht nur 3 Minuten irgendwas ganz schnell beleuchten, sondern ein bisschen fundierter. Also richtig meinen Respekt. Wir haben ja auch, nicht wir beiden persönlich, aber Sie mit unserem Haus auch in Ihrem anderen Film zusammengearbeitet. Und das ist schon klasse, was Sie hier machen. Ja, das ist der Generationswechsel. Was Sie eben gesagt haben, wird Hartmut Sommerschuh, den ehemaligen Redakteur der Ozonsendung, sehr gefreut haben. Nicht, Hartmut? Wir sehen hier durchaus, dass es würdige Nachfolger gibt. Ja, ich habe gestern Abend Brandenburg aktuell gesehen und Frau Maushake, die da moderiert hat, verkündete, dass der Bevölkerungszuwachs in Brandenburg stärker ist als der in Berlin. Und begründete das natürlich auch gleich, weil wir eben diesen wunderbaren Speckgürtel haben. Und wir haben ja eben in dem Film auch erlebt, wie das in Wandlitz aussieht mit solchen Siedlungen. Und wir werden auch den Film im September in Wandlitz zeigen und dort dann auch mit dem Wasserbetrieb und mit den Bürgern diskutieren. Wie ist das Umweltministerium, das ja auch
für die Wasserversorgung Verantwortung trägt, sage ich jetzt mal. Vielleicht nicht allein, aber doch, wenn diese Niedrigwasserkonzeption dort entstanden ist, sehr. Wie ist das Umweltministerium darauf eingestellt? Ja, wir freuen uns natürlich, dass selbst Reinhard Grebe, der ja in seinem Brandenburg-Lied ja erstmal nicht viel Gutes am Brandenburg gefunden hat, jetzt selber nach Brandenburg gezogen ist. Und so geht es offensichtlich vielen Berlinern, die ins Umfeld ziehen. Das ist für Brandenburg erstmal gar kein Problem, ist ein Gewinn. Aber das Thema, was Herr Schmolke in Bandlitz aufgezeigt hat, haben wir auch an anderen Stellen. Und ich will noch mal dazu sagen, ich bin im Ministerium für relativ viel zuständig, aber nicht jetzt speziell für die Niedrigwasserstrategie und für die Wasserpolitik. Das ist eine eigene Abteilung. Ich habe mehr oder weniger so eine Art Bauchladen. Ne? Also Sie haben ein paar Stichworte genannt, aber da geht es auch um Emissionsschutz. Deswegen darf ich mich auch intensiv um die Tesla-Ansiedlung kümmern, wo das Thema Wasser aus meinem Bewusstsein erstmalig bei einer großen Industrieansiedlung eine so dominierende, überhaupt eine Rolle gespielt hat. Also das wüsste ich nicht, dass das an anderen Stellen so thematisiert wird. Am Bergbau. Ja, im Bergbau sowieso, klar. Das habe ich jetzt, Bergbau ist schon einfach schon zu traditionell, als dass man das noch als neue Ansiedlung ansehen würde. Und insofern, ich bin auch für die Abfallwirtschaft zuständig, da geht es um Recycling-Fragestellungen, also Ressourcenschonung, nicht nur bezogen auf das Lebensmittel Wasser, sondern auch auf viele andere. Und Herr Schmolke weiß ja, wovon ich gerade jetzt gesprochen habe, dass wir hier entsprechend Sorge tragen müssen. Wir müssen, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, und die Frage war ja, was tun wir für die Wasserversorgung? In der Tat kann man den Eindruck haben, das Ministerium ist für alles irgendwie zuständig. Ja. Da lege ich schon Wert darauf, dass die kommunale Wasserversorgung, auch was die Investitionsbereitschaft anbelangt, dass das sozusagen in den kommunalen Selbstverwaltungsbereichen liegt. Ja. Und unser Job im Ministerium ist eher strategisch, das vorzudenken, Fördergelder zu organisieren, dass dann Kläranlagen gebaut werden können und so weiter und so fort. Das ist eher unser Job. Aber das ist ja die Nachhaltigkeit auch, ne? Für die Sie auch zuständig sind. Ja. Denn wir hatten in der Vergangenheit zum Beispiel die Renaturierung der Spree, ne? Dass also dafür gesorgt wurde, dass das Wasser mehr in der Landschaft bleibt und nicht einfach zack in die Nordsee oder in die Ostsee fließt über die Flüsse, ne? Und das sind natürlich die Probleme, die der Film auch anregt. Ne? Ja, was mich da, ich will hier niemanden entmutigen, ja, aber es ist ja so, dass wir das Wasser mehr in der Landschaft halten müssen. Das predigen wir und auch das Landesamt. Wenn ich an Matthias Freude denke, langjähriger Präsident des Landes, seit 25 Jahren. Und es kommt erst jetzt, nach den drei Dürrejahren, tatsächlich auch im Bewusstsein der breiteren Bevölkerung. Wir reden seit langem davon und es ist eben eine Schwierigkeit zu sagen, wir wollen das Wasser in der Landschaft zurückhalten. Der Minister hat darauf hingewiesen, wir haben bis heute zum Teil Regelungen, die nach wie vor darauf ausgerichtet sind, das Wasser möglichst schadlos, möglichst schnell abzuführen. Und das umzuswitchen, ich meine, Sie wissen das, zu Ostzeiten, auch im Westen im Übrigen, Melioration war das große Thema. Es ging über Jahrzehnte immer darum, das Wasser möglichst schnell aus der Landschaft zu bringen. Und wenn Sie so ein System völlig umdrehen wollen, dann ist das eine Generationenaufgabe. Ja, ja. Da müssen Sie Tausende von Schöpfwerken, Stauanlagen, Regulierungen, müssen Sie anfangen. Wiedervernässung von Mooren. Ja, und was mir sehr gut übrigens bei dem Film gefallen hat, waren die Einlassungen der Frau Jimenez. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen in mehreren Punkten. Also zum einen die Fragestellung, dass wir hier mit unseren Böden anders umgehen müssen. Alleine das Stichwort Agroforsten könnte man einen ganzen Film drüber machen. Und ich will jetzt nicht verhehlen, dass ich kein Wasserexperte, kein fachlicher Umweltexperte, wie so ein einfacher Jurist von meiner Ausbildung bin. Aber eines ist mir klar, wenn wir
im Bereich Klimapolitik die ganzen Transformationen angehen wollen. Und da könnte man jetzt, ja, wir haben jetzt hier ein Thema heute Abend, man könnte das auf viele Themen erweitern, dann bedeutet das, unser Rechtsregime völlig umzudrehen. Und bei dem Thema Agroforst ist es halt so, dass sie entweder Landwirtschaftsrecht haben oder sie machen Forstwirtschaft. Und jetzt kommen doch da Leute daher, die wollen auf einer Landwirtschaftsfläche Wald pflanzen. Das geht gar nicht. Die Landwirte verlieren ihre Basisprämie, die verlieren die Förderfähigkeit ihrer Fläche, nur weil sie sozusagen für die landwirtschaftliche Produktion das verbessern wollen. Landwirte kriegen bis heute eine Flächenprämie dafür, dass sie entwässerte Moore bewirtschaften. Aber wenn sie das Gegenteil machen wollen, sie wollen weiter bewirtschaften, das geht übrigens, Moore wieder nass zu machen, man muss sie ja nicht gleich bis zu Blenken gestalten, man kann sozusagen 10 Zentimeter unter Flur bleiben und man kann dann mit Paludikulturen, Schilf anbauen, man kann neue Dinge versuchen zu tun, dann verlieren sie derzeit ihre Förderkulisse. Und das sind Rechtsregeln, ja, die sind dann dummerweise meistens nicht mal vom Land Brandenburg alleine zu lösen, die sind dann häufig auf Bundesebene zu lösen, zumindest muss der Bund sich dann dafür einsetzen, dass sie geändert werden, weil in der Tat vielfach es gleich auf die EU-Schiene geht. Aber das Land kann auch Agroforstwirtschaft von sich aus fördern. Sie haben da auch Mittel und Möglichkeiten. Ja, also wir sind dabei, das intensiv zu befördern. Der Minister sagte das ja auch. Ja, wir unterstützen den Deutschen Agroforstverband, der sich in Cottbus gegründet hat. Wir finden diese Idee unbedingt unterstützenswert und finden jetzt zunehmend auch in klassischen Bereichen aus der Land- und Forstwirtschaft wenigstens etwas Unterstützung. Und das will ich noch sagen, mein Job ist in dem Haus sozusagen irgendwie alles zusammenzubinden. Und da ist mir ein Aspekt wichtig, das haben wir sogar im Hause organisatorisch so gelöst. Wir reden ja meistens über Klimapolitik im Sinne von Klimaschutzpolitik. Moore sind beides, sind sowohl Klimaschutz, aber auch Anpassung am Klimawandel. Wir haben ein eigenes Referat jetzt, was wir aufbauen wollen, was sich dezidiert vor allen Dingen mit dem Klimawandel und der Folgenbewältigung beschäftigt. Weil Gelder mittlerweile für Klimaschutzmaßnahmen zu organisieren, wird immer einfacher. Das haben alle begriffen. Wir müssen die Treibhausgase irgendwie reduzieren. Aber Gelder und Fördergelder zu organisieren für die Abmilderung des Klimawandels, der ja nun jedem vor Augen steht, das ist nach wie vor eine Schwierigkeit. Und deswegen arbeiten wir beispielsweise daran, eine Anpassungsstrategie fürs Land Brandenburg zu organisieren, wo dann auch das Thema Niedrigwasserstrategie und so weiter damit einfließen wird, um das als eigenes Politikfeld sichtbarer zu machen. Das ist nicht nur eine Frage bei uns im Haus, sondern geht es um Katastrophenschutz, der sich neu orientieren muss. Da geht es um Gesundheitsvorsorge. Wenn wir jetzt schon wie in der letzten Woche immer mehr über 30 Grad Tage haben, sind das die Hitzetage, wir haben Hitzetote zu beklagen, da muss man Dinge tun, die auch im zweiten Teil ihres Films zum Tragen kamen, wie man in der Stadtkultur für mehr Abkühlung, mehr kleinklimatische Verbesserungen sorgen kann. Das ist alles in den vergangenen Jahrzehnten so als Luxus, so als grüne Ideen dargestellt worden und das ändert sich gerade radikal. Ja, ich habe jetzt mal noch in dem Zusammenhang eine Frage an dich, Nico. Was passiert denn da auf dem Golfplatz? Im Grunde genommen wird ja das Wasser verrieselt und wird ja durch die Verrieselung auch wieder neues Grundwasser angeregt. Ist das der Golfplatz das wirkliche Problem oder sind es die Abwässer aus den umliegenden Ortschaften, die dann geklärt werden und in die Flüsse gehen und stracks in die Nordsee fließen? Also der Golfplatz würde jetzt natürlich sagen, dass sie ja zur Grundwasserneubildung ja auch beitragen, weil sie ja den Boden bewässern und das ist natürlich nicht so, weil ich meine logischerweise, man sieht es ja dann daran, dass das Grün dann wächst, das heißt das Wasser geht ja in die Pflanzen zum einen
Also die Grundwasserneubildung geschieht ja auch in den Wintermonaten und jetzt nicht in der Zeit, wo wir gedreht haben und trotzdem bewässert wurde. Und der Großteil des Wassers verdunstet ja einfach. Das hat ja auch der Wasserverbandsvorsteher aus Wandlitz gesagt, dass er deswegen auch seine Leute dazu auffordert, eben nicht tagsüber den Rasen zu bewässern. Es gab ja dazu auch Verordnungen einzelner Landkreise in den letzten Jahren zu sagen, dass tagsüber beispielsweise eben nicht bewässert werden darf. Und von daher ist ein Großteil der Wassermenge, die dort entweder direkt aus dem See oder aus dem Grundwasser gefördert wird vom Golfclub, natürlich am Ende Verdunstungswasser, das heißt, geht eben in die Atmosphäre. Und jetzt ist natürlich so, klar, Wasser ist ein Kreislauf und dann regnet es wieder. Und auf lange Sicht sagt man eigentlich, dass wir vielleicht sogar hier mehr Regen haben könnten in den Wintermonaten vermutlich. Aber am Ende ist es ja so, dass ohne unsere Grundwasserförderung dieses Wasser eben da unten noch bleiben würde. Wir holen es raus und wir verändern dadurch den Kreislauf. Und deswegen ist natürlich auch die Aussage von dem Bürgermeister, der sagt, der Mensch ist machtlos. Naja, ist er ja, ja. Er kann jetzt nicht, deswegen, Sie sprechen ja gerade an, das Politikfeld der Klimafolgenbewältigung und der Anpassung eben als Reaktion darauf, dass wir nicht mal eben den Klimawandel zurückdrehen können, sondern dass wir eben auch mit den jetzt schon eingetretenen Folgen leben müssen. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir ja angefangen haben, große Wassermengen aus dem Boden halt hochzupumpen und das Wasser ja nutzen. Und bevor wir Menschen da waren, haben wir das halt eben nicht gemacht. Und deswegen muss man sich schon damit beschäftigen, wie man einen lokalen Wasserkreislauf vielleicht anders gestalten kann. Und jetzt die Frage, wer ist jetzt konkret dafür verantwortlich? Das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Wir hatten das jetzt auch schon bei der letzten Online-Diskussion hier, wir haben uns da ein bisschen drüber gestritten, sage ich jetzt mal, mit dem Potsdamer Wasserwerke-Chef, weil ich von einem Kreislauf sprach und er sprach von einem Kreislauf, ich sprach von einem Verbrauch der Ressource. Die Sache ist ja, uns fehlt ganz viel Wissen in dem Bereich. Zum Beispiel, um jetzt den Sedliner See dort das Beispiel zu nehmen, also es gibt natürlich Karten, dass man genau sagen kann, wo sind Grundwasserkörper im Land Brandenburg. Das heißt, wenn ich jetzt hier Wasser an dieser Stelle pumpen würde, könnten Hydrologen sagen, wie groß sozusagen die Einflussfläche ist, also wie viel Quadratkilometer sozusagen dieser Grundwasserkörper ist, wo ich das Wasser raushole. Deswegen kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn ich dort einen Brunnen habe, hat das einen Einfluss auf den Sedliner See. Das kann man eigentlich grob sagen, aber eben nur grob, weil viele Grundwasserkörper haben sogenannte hydrologische Fenster sozusagen, wo also ein Wasser von einem Grundwasserkörper in den anderen rüberfließt. Und von daher spielt eventuell auch die Landwirtschaft, die Spargelbauern zum Beispiel in der Region eine Rolle, die eben auch viel Wasser benötigen, die auch dafür sorgen, dass das Grundwasser unter dem Sedliner See, was diesen See ja speist, abnimmt. Das heißt, es sind wahrscheinlich viele Faktoren. Wer den größten Einfluss hat, so genau kann man das nicht sagen. Aber der Punkt ist ja, wollen wir darauf warten, dass wir den größten Schuldigen finden? Oder sollte man nicht überlegen, ob jede Wasserentnahme, die eigentlich nicht unbedingt notwendig ist, doch vermeidbar eben wäre? Und das sind dann eben politische Fragen, die wir letztendlich mit diesem Film ja auch stellen wollten. Mir ist ja auch klar, dass wir jetzt nicht die Ersten sind, die über das Thema nachgedacht haben, sondern das ist vielen Leuten seit langem klar und dass Brandenburg zwar viele Gewässer hat, aber eigentlich wasserarm ist. Das ist alles nichts Neues, das haben wir jetzt mit dem Film, deswegen auch nicht eigentlich ganz viele neue Dinge. Aber was wir versucht haben zu machen, ist sozusagen diese Verteilungsfragen, die sich daraus ergeben, einfach hochzuholen. Und deswegen, ich weiß nicht, wer am Ende den Mut hat, so eine Entscheidung auch mal zu treffen, aber wir haben einige Golfclubs in Brandenburg. Wir haben einen am Motzner See zum Beispiel auch. Motzner See hat auch mit seinem Wasserstand zu kämpfen. Und dann muss man sich halt irgendwann fragen, wo ist die Priorität? Ist es der Golfclub mit seinen einigen 100 Mitgliedern oder ist es ein Badesee, wo tausende Menschen baden gehen? Das kann nicht ich beantworten, aber der Film ruft natürlich nach, also fragt eben nach diesen Antworten. Und wie war dann die Diskussion mit den Sedlinern? Haben die den Film gesehen? Ja, das ist auch eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das noch online ist. Wir hatten noch einen Nachdreh. Vorsicht! Wir waren, ich glaube, eine Woche oder so nachdem der Film rauskam, da und haben nochmal gedreht fürs Mittagsmagazin von ARD und ZDF. Da lief nochmal eine Serie
mit dem Film, aber eben auch mit dem, was danach passiert ist. Und zwar haben sich die Bürger natürlich tierisch aufgeregt über den Bürgermeister, der davon sprach, dass nur dieses eine Restaurant profitieren würde, weil natürlich die Leute dahin gezogen sind, weil sie einen See vor der Haustür haben. Und da viele sind, die morgens, besonders die Älteren, jeden Morgen da baden gehen und so. Also Profit ist nicht nur Geld, sondern Profit ist ja Lebensqualität und so. Und deswegen haben sie sich tierisch aufgeregt. Mittlerweile, also das sieht man dann in diesem Mittagsmagazin-Beitrag, da gab es eine Gemeindeversammlung, wo ganz viele Bürger, Bürgerinnen dann draußen standen, laut protestiert haben. Es war mir schon unangenehm, weil wir wollten mit dem Film ja hier nichts aufstacheln oder so. Und natürlich, am Ende zeigt man ein paar Aussagen vom Bürgermeister. Ich kann also guten Gewissens sagen, das ist auch das, was er insgesamt ausgedrückt hat. Das sind nicht die schlimmsten Aussagen von ihm. Aber er stand da echt gewaltig unter Druck. Und jetzt hat sich ein Förderverein gebildet aus so ein paar Beteiligten, auch umliegenden Gemeinden, die jetzt zusammen überlegen, wie man diesen See retten kann. Und da möchte ich noch eine Sache sagen, die also in Richtung Verantwortlichkeit, Zuständigkeiten. Was mir hier aufgefallen ist, und das ist mir jetzt auch wieder bei diesem Sand- und Kiesfilm aufgefallen, auch hier haben wir wieder, sind wir so ein bisschen Opfer unseres föderalen Systems, weil zum Beispiel hier auf kommunaler Ebene die Zuständigkeit wäre, beispielsweise die Wasserversorgung sicherzustellen, klar, aber das Wissen fehlt dann teilweise auf dieser Ebene, auch das Geld, um zum Beispiel einen Plan zu entwickeln, wie ich eben eine Wasserrückführung und Verrieselung machen kann. Da brauchen die Hilfe von höheren Ebenen. Sie haben ja gesagt, sie wollen Leitlinien vorgeben und so. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass die vor Ort das Gefühl hatten, wir werden da irgendwie unterstützt oder wir können auf etwas aufbauen, was im Land Brandenburg oder in Deutschland irgendwie uns an die Hand gegeben wird, sondern die Gemeindevertreter, die sich um das Thema gekümmert haben, die fühlten sich relativ irgendwie unwissend und alleine. Und oft, also um jetzt mal ein Beispiel für dieses Sand- und Kies-Thema, um für den Film nur nebenbei zu werben, da gibt es teilweise Normen, die auf Bundesebene gemacht werden und dann gibt es aber vor Ort Leute, die spüren, dass man zum Beispiel gerne Sand und Kies recyceln würde, es geht aber nicht, weil eine Norm dafür nicht da ist und die müsste jetzt auf europäischer oder deutscher Ebene gemacht werden. Ja, da sind aber Akteure, die sich für den regionalen Kiesmangel in Brandenburg überhaupt nicht interessieren und davon auch gar nichts wissen. Und das dauert einfach Jahre und Jahrzehnte, bis irgendwie sich genügend Leute merken, dass da was gemacht werden muss und dann eben auch von den verschiedenen Ebenen auch das Wissen da zusammenkommt. Und dann sagt man, ja, da ist der zuständig, da ist wieder der zuständig. Also da kann man auch manchmal ein bisschen depressiv werden, wenn man dieses Zuständigkeitsgerangel immer spürt. Wahrscheinlich erst, wenn kein Sand mehr da ist. Bitte. Also ich stimme Ihnen ja vollständig zu, dass das ein schwieriges, das war mein Satz eben, wir müssen lernen, das ganze Rechtsregime neu zu denken. Und das ist natürlich so, da haben Sie eine EU-Norm für die notwendige Größe von verkaufbaren Kartoffeln, war ja auch in Ihrem Film. Das ist dann eine EU-Norm, ja, so wie die berühmte krumme Banane. Und dann ist die da. Und jetzt versuchen Sie mal auf EU-Ebene eine Änderung herbeizuführen, das dauert ja. Zu der Verantwortung, was die Wasserversorgung anbelangt. Also das ist wasserrechtlich ziemlich genau aufgeteilt, je nachdem, wie viel Sie zapfen wollen, wenn Sie da eine Genehmigung für brauchen, ob das sozusagen auf der Kreisebene oder auf der Landesebene passiert. Landesebene wäre dann unser Landesamt für Umwelt, was auch hier zur Sprache gekommen ist in Ihrem Film. Und das geht inzwischen los, das ist natürlich nicht automatisch, wenn ein Antrag gestellt wird, der auch genehmigt wird, das wird natürlich geprüft. Das Wissen über die Grundwasserkörper ist übrigens nicht so toll, dass wir jetzt zu jedem Punkt genau sagen könnten, so und so viel haben wir. Sondern dann muss man da vielleicht erstmal noch wieder Erkundungen vornehmen und so weiter und so fort. Also, aber da, die Sensibilität ist da gewachsen. Und es wird nicht mehr jeder Antrag irgendwie automatisch genehmigt, auch nicht bezogen auf landwirtschaftliche sozusagen Anträge. Also das erste Schritt wäre da, sozusagen auf Kreis- und auf Landesebene, da sensibler mit den Genehmigungsanträgen für die neuen sozusagen anzugehen. Aber ich möchte mal ganz kurz, wenn ich darf, das ist auch ein gutes Beispiel, wie schwierig das alles ist. Der Professor Olaf Mietz hat ein paar sehr gute Sätze gesagt. Und er hat gesagt, ja, warum machen wir das so, dass wir unser Wasser, was wir dann gebraucht haben, möglichst schnell nach wie vor in die Ost- oder in die Nordsee schicken?
wieso verrieseln wir das nicht, das sogenannte Klarwasser, nachdem es die Kläranlage passiert hat, wieder bei uns in der Landschaft? Das ist ein unwahrscheinliches Reizthema. Da sind wir seit vielen Jahren dran, dieses weiter sozusagen auszureizen, diesen Punkt, weil das kann man tatsächlich nicht einfach so, ja, wieso macht er das nicht? Und ja, mit Ja oder Nein beantworten. Das ist eine schwierige Abwägungsproblematik. Weil seit dem 19. Jahrhundert hatten wir die Rieselfelder in Berlin. Wir haben jetzt aber ganz andere Inhalte in unseren sozusagen Abwässern, was wir da alles an Medikamenten, Rückständen und sonst wie alles da reinballern. Wir haben bisher, sind wir nur bis flächendeckend mit der sogenannten dritten Reinigungsstufe ausgestattet. Und selbst wenn wir selbst die unwahrscheinlich teure vierte Reinigungsstufe bei den Kläranlagen sozusagen flächendeckend einführen würden, dann sagen mir die Bodenschützer und die Grundwasserschützer, da haben wir inzwischen nicht zu Unrecht Verordnungen, wir müssen das Grundwasser natürlich auch vor Verunreinigungen schützen, weil das kriegen wir da unten nicht mehr weg. So, deswegen ist es eine ganz schwierige Einzelfallabwägung, hängt auch mit der Geologie, habe ich einen Lehmuntergrund oder habe ich nur Sandboden, hängt mit vielen Faktoren zusammen. Um so eine schwierige Frage scheint jetzt erstmal eine leichte Problematik zu sein, um das im Einzelfall zu entscheiden. Das ist nicht einfach. Nur um ein Beispiel zu nennen, selbst wenn man in diese Richtung geht, wir müssen in diese Richtung gehen, mehr Wasser in der Landschaft zu halten, vor was für auch nicht nur rechtlichen, sondern auch fachlichen Problemen da stehen. So, jetzt sind Sie dran. Stellen Sie Ihre Fragen. Stichwort Tesla, da fällt bestimmt jemandem was ein. Gegeben haben und spielt da die Wasserversorgung bei der Genehmigungsverteilung null Rolle? Also nach meinem Wissen ist das so, dass für jeden Bebauungsplan, der ja in der Baugenehmigung vorgeschaltet ist, die Gemeinde macht eine Planung für ein Gewerbegebiet, für ein Wohnbaugebiet, was auch immer, macht einen Bebauungsplan. Und der Bebauungsplan wird nur genehmigt, wenn die prognostizierte Menge für Trinkwasser und auch die prognostizierte Menge an Abwasser, wohin mit dem Abwasser, wenn das vom zuständigen Wasserverband, das waren die Vertreter, die ja auch im Film hier zur Sprache kommen, wenn die grünes Licht geben und sagen, ja, wir haben genügend Wasser zur Verfügung, um hier dieses Wohnbaugebiet zu beschicken und ja, wir haben eine Kläranlage, die diesen zusätzliche Abwasservolumen aufnehmen kann. Ohne so eine Stellungnahme des zuständigen kommunalen Wasserverbandes gibt es keine Genehmigung für einen Bebauungsplan. Und ich habe ja Verständnis, wenn Gemeindevertreter über diese engeren Zusammenhänge nicht informiert sind. Aber ich habe gar kein Verständnis dafür, wenn Bürgermeister sagen, sie wissen gar nicht, wie die Situation ist. Die Bürgermeister sind die Chefs der kommunalen Wasserverbände. Das sind Dienstleister für einen Zusammenschluss sozusagen von Kommunen. Und die Bürgermeister müssen sich natürlich einigen, aber sie entscheiden über das Geschäftsgebaren der kommunalen Wasserverbände. Und deswegen sollten die da schon auch Bescheid wissen. Darf ich ganz kurz noch da was ergänzen? Wir haben bei der Recherche auch mit ein paar Bürgermeistern auch von einigen Umlandgemeinden gesprochen und da hatten wir auch oft das Gefühl, dass die sich eher in so eine Art Gegenposition zu den Wasserverbandsvorstehern begeben haben, also wie der Herr Kunde, den wir hier im Film hatten, der sozusagen der Buhmann ist, weil die Bürgerinnen und Bürger kommen und sagen, warum ist hier nicht genug Wasser? Und die Bürgermeister begeben sich dann sozusagen auf die Seite der Bürger und sagen, ah, sie haben ja hier nicht gut genug vorgesorgt, weil es natürlich die viel einfachere Position ist, als die Verantwortung für eine Gemeindeentwicklung zu übernehmen. Ne? Wo kann ich wie viel bauen? Und diese Fläche, wo dort, ich glaube, auf diesem Gebiet 30, 40 Einfamilienhäuser oder so gebaut worden sind, das war natürlich jetzt noch vor den Dürrejahren.
Und wir haben ja auch gehört, der Wasserverbrauch, der hat ja auch deutlich zugenommen. Also ich glaube, zu Ostzeiten hatten wir teilweise, sag ich jetzt hatten wir, da war ich noch nicht geboren, aber da gab es, glaube ich, Verbräuche von 60 Kubikmetern und die gehen ja immer weiter nach oben. Und in so einer Planung, die gemacht worden ist, wurde sicherlich auch noch nicht mit den Verbräuchen gerechnet, die jetzt da sind und mit den Swimmingpools und mit dem grünen Rasen. Und da waren die Werte, die man angenommen hat, wahrscheinlich auch einfach deutlich darunter. Und man wurde dann jetzt ein Stück weit überrascht. Also das ist das, was wir aus Wandlitz so gehört haben. Klar, es wird mit berücksichtigt, aber man wurde einfach vom Ausmaß überrascht des Wasserverbrauchs. Ich komme nachher gerne noch mal mit dem Mikro zu dir. Aber jetzt haben wir aus dem Chat zwei Fragen. Ja, ich übernehme einmal die Stimme aus dem Off. Also wir haben auch unser digitales Publikum hier zugeschaltet und da gibt es gleich zwei Fragen. Eine schließt sich an das Ende des Filmes an, und zwar Mario Sitte fragt, gibt es denn Initiativen auf Bundesebene, dass neue und nachhaltige Landnutzungsformen leichter möglich werden, ohne dass Landwirte und Landwirtinnen direkt ihre Förderung verlieren? Ihre Förderung verlieren. Also es spielt ja auf dieses Problem an, dass man zum Beispiel, wenn man eine landwirtschaftliche Fläche mit dem Agroforstsystem bespielt, dass man dann sozusagen eine Art Verlust der landwirtschaftlichen Fläche hat. Also es gibt da schon Akteure, ich kann die jetzt nicht benennen. Haben Sie die schon? Ja, vielleicht nicht namentlich, aber es gibt ganz, ganz brandaktuell in dieser Woche eine Bundesratsinitiative, die ursprünglich aus Thüringen stammt, wo sich viele Länder jetzt anschließen, die genau das fordern, dass man Agroforstsysteme in das Fördersystem sozusagen passfähig machen sollte, um das zu unterstützen. Also das gibt es auch schon seit ein paar Jahren, aber ist bisher, so wie ich das verfolgt habe, immer eine Minderheitsposition gewesen, weil das irgendwie nicht klassische Landwirtschaft ist. Ne? Das ist so dieses alte Denken. Es gibt auch jede Menge Initiativen, um dafür zu sorgen, mit Agrarumweltmaßnahmen sozusagen, also auch vielleicht auch Pflanzenarten. Ich meine, der Minister hat es gesagt, die Landwirtschaft muss selber überlegen, mit welchen Pflanzenarten komme ich künftig bei diesen Klimawandeleffekten besser zu Rande. Und es gibt Alternativen zu Mais. Ja, durchwachsene Sylphi, habe ich letztens gehört, ist so eine Pflanzenart, die relativ viel Biomasse produziert und wesentlich trockenresistenter ist. Und damit muss sozusagen vermehrt gearbeitet werden. Wir haben in einem größeren Programm vor, klimagerechte Landwirtschaft zu unterstützen. Wir werden das mit einem Institut versuchen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, um Landwirten den Mut zu machen und auch die Informationen möglichst breit zu streuen, die Wissenschaft ja zum Teil hat. Ne? Also das ZALF, hatten Sie das nicht auch im Film kurz? Nee, das hatten Sie nicht. In Müncheberg, wir haben ganz tolle Institute, sogar in Brandenburg und darüber hinaus. Und die große Kunst ist, das, was dort auf Versuchsfeldern erarbeitet wird, das überhaupt in die Praxis zu bringen. Und da wollen wir Schwung holen in dieser Legislatur und mit einem Programm hier ein Netzwerk organisieren, was das erleichtert. Aber letztlich braucht jeder Landwirt eine richtig gute Planungssicherheit. Und die kriegt er nur, wenn das Förderregime das auch entsprechend alles absegnet. Und das ist ein Kampf, der schon seit zwei Förderperioden geführt wird, um zu mehr Klimagerechtigkeit und Umweltschutz in der Landwirtschaft zu führen. Das ist ein schwieriger Kampf. Ja, danke, Axel, für die ausführliche Antwort. Noch mal eine direkte Frage an Nico als Regisseur. Was haben Sie sich gedacht, als der Bürgermeister meinte, dass es ihm egal sei, wenn niemand mehr kommen würde, wenn der See quasi leer ist? Waren Sie da überrascht? Erstmal habe ich so, das ist leider die zynische Art von Journalisten gedacht, das ist ein guter Satz für den Film. Die Schwierigkeit ist ja, man recherchiert monatelang zu Themen und man merkt ja, dass bestimmte Leute kein Interesse daran haben, beispielsweise bestimmte Dinge zu ändern. Aber wie kriegt man es denn abgebildet? Ja, und um da also das ist wirklich spannend, um dann nur einen kleinen Einblick noch zu geben.
es gibt auch bei diesem Golfplatz, ich sag mal vorsichtig, auch gewisse Verquickungen. Ja? Also so ein Golfplatz mit 60 Arbeitsplätzen und mit natürlich auch Menschen, die dorthin kommen, die auch Geld haben. Das sind natürlich auch interessante Spender und Spenderinnen für auch für die Kommune wichtige Orte, ja? Also für einen Kindergarten oder für eine Feuerwehr oder so. Und deswegen ist natürlich immer die Frage, will man sich mit so einen Akteuren anlegen oder braucht man die jenseits von den 60 Arbeitsplätzen natürlich auch noch zusätzlich für den Ort. Ist vielleicht doch gut gedacht, aber ist immer so die Frage, ob es so, naja, ob es so transparent ist und so. Und das sind Dinge, die wir natürlich recherchiert haben, wo wir aber nicht genau Sachen dann immer eins zu eins belegen konnten oder so. Und deswegen sind wir natürlich froh gewesen, dass trotzdem der Bürgermeister relativ offen seine eigene Haltung da ja, preisgegeben hat. Und deswegen habe ich mich einfach erstmal, so blöd es jetzt klingt, gefreut, dass wir das sozusagen im Film auch abbilden konnten. Und auf der anderen Seite, klar, als jemand, der halt auch in einer Wohnung wohnt und dann ist man natürlich angewiesen auf Badegewässer und hat eben nicht einen Pool oder so in seinem Garten, freut man sich natürlich darüber, dass es diese in Brandenburg halt viel gibt. Und wenn man dann hört, dass das ja hier keinen Wert hat und ich kenne selber Leute, die halt viel an den Sardiner See fahren und so, dann denkt man halt, oh, was war das gerade? Und guckt vielleicht auch mal kurz den Kameramann und guckt sich mal kurz an. Also ja, es war schon ein merkwürdiges Interview. Dankeschön. Ich habe noch eine Anschlussfrage wegen der Genehmigung Wandlitz, neue Siedlung. Sind das Stellungnahmen? Oder sind das fundierte Untersuchungen, Ergebnisse fundierter Untersuchungen? Beim Bauleitplanverfahren werden die Träger öffentlicher Belange angehört und das sind Stellungnahmen. Das sind Stellungnahmen. Wenn natürlich jetzt zum Beispiel der Wasserverband sagen würde, ich kann keine Stellungnahme abgeben, weil ich weiß gar nicht, ob ich genügend Wasser habe, dann würde das Bebauungsplanverfahren stocken und man müsste das erstmal eruieren. Also zum Beispiel könnte er auf die Idee kommen, eine weitere Wasserfassung sozusagen in Angriff zu nehmen und müsste das im Zweifel beim Landesamt beantragen, um hier eine Genehmigung zu kriegen. Und dann wird spätestens dann, würden die Fachbehörden auch richtig mit ins Spiel kommen und überprüfen müssen, ob das Grundwasserdargebot hinreichend ist und sozusagen erschließbar ist. Dieser hoffentlich nicht exemplarische Bürgermeister im Film, da war er doch ein bisschen speziell und es schien mir in seiner Brust kein grünes Herz zu schlagen. Und er hätte ja zum Beispiel sich als Diplomat zeigen können, indem er sagt, wir halten den Golfclub, Steuerzahler, Geld, Kindergarten und fordern eine Verwasserverbrauchssenkung um 40%, so in der Richtung. Das wäre dann vielleicht ein gesunder Kompromiss gewesen, das hat er aber gar nicht erwogen. Und darum sehe ich ihn auch so kritisch. Ja, also spielen noch viele, viel mehr Faktoren eine Rolle. Der Sediner See hatte auch mal mit einer Verunreinigung zu kämpfen. Und quasi als Gegenleistung, wo wir auch nie genau rausfinden konnten, ob sowas überhaupt rechtlich, ich sag mal, möglich ist. Ja? Aber sozusagen, er hatte dann eine Wasserentnahme eben beantragt, um eben diesen Golfclub zu bewirtschaften und im Gegenzug dazu hat er sozusagen eine bestimmte Menge an Seewasser jährlich gereinigt. Das ist quasi so eine Art Deal gewesen, wie das Ganze zustande gekommen ist und dadurch sind natürlich auch Loyalitäten und Verpflichtungen entstanden, die halt bis heute einfach halten. Und dann, das ist wirklich auch vielschichtig, Gemeinde Sediner See, auch durch eine Gebietsreform, besteht halt aus einem neuen Gemeindeteil, der sozusagen eher, also neu, ist jetzt immer die Frage, was neu ist. Also es gibt einmal ein Siedlungsgebiet, was sozusagen eher zu DDR-Zeiten entstanden ist, also sozusagen das neue Gebiet, was mehr im Wald liegt und da liegen halt auch sein Wählerklientel, eher die älteren Mitbürger und dann gibt es eben ein Gebiet, was jetzt das neue Neubaugebiet sozusagen am See mehr ist, wo natürlich, wo ein bisschen jüngere Familien sind, die aber natürlich auch meistens die Gärten haben, also selber auch Verbraucher sind von viel Wasser, die sich aber auch besonders am schwindenden See stören, weil sie den auch sehr viel nutzen. Also deswegen,
ich will auch nicht alleine dem Bürgermeister jetzt irgendwie da die Schuld zuschieben und sagen, der kümmert sich nicht und so, sondern das haben wir im Film versucht auch deutlich zu machen, wir alle müssen unseren Umgang mit dem Wasser ja irgendwie auch überdenken. Dafür war exemplarisch diese Pool-Szene, wo wir auch total glücklich waren, dass wir die irgendwie überhaupt filmen konnten, weil wer zeigt, will das schon zeigen. Und eben auch diese junge Familie aus Wandlitz, die ja auch selber zugegeben hat, total sorglos mit dem Wasser umgegangen zu sein. Deswegen will ich auch nicht, dass alle nur auf diesen Bürgermeister draufgehen, sondern das sind einfach viele Akteure, die da eine Rolle spielen. Und klar, man könnte sagen, der Golfplatz darf weniger Wasser entnehmen. Das kann aber auch nicht der Bürgermeister alleine entscheiden, sondern es ist dann auch wieder die untere Wasserbehörde des Landkreises, die das entsprechend machen müsste. Und auch da stellt sich halt so ein bisschen die Frage, wie viel Bereitschaft dafür da ist und welche Loyalitäten es so untereinander gibt. Also auch da spielen halt gewisse Seilschaften und so eine Rolle. Und ja, das ist immer ein bisschen traurig mit anzusehen, wenn man da so neu von außen reinkommt und dann wundert man sich, warum handelt der und der nicht. Und ich meine, ich bin ja da quasi wie neu hingekommen und dann entdeckt man, dass halt bestimmte Leute befreundet sind und so und deswegen passiert an manchen Stellen vielleicht auch nichts. Ist schade. Ein großer Streitpunkt in ländlichen Gebieten ist ja die neue Düngeverordnung. Nicht? Wir wissen, dass 100.000 Traktoren nach Berlin gekommen sind und dagegen protestiert haben, dass man an den Bauern vorbei entscheidet. Aber andererseits ist es ja auch so, dass unser Wasser vielfach durch Überdüngung, durch Gülle versaut wird. Ne? Und die EU uns ja da auch als Deutschland große Strafen androht. Wie ist diese Diskussion in Brandenburg geführt? Kann ich Sie das fragen? Also ich stecke im Einzelnen jetzt nicht in den Parametern der Düngeverordnung, nur mir fallen da mehrere Aspekte gleich schon zu ein. Also das eine ist, dass man natürlich hier den Landwirten auch, ich hatte das eben schon gesagt, Planungssicherheit geben muss. Und soviel ich weiß, ist das Düngerecht innerhalb weniger Jahre mehrfach geändert worden. Und das ist natürlich irgendwie, sage ich mal, grundsätzlich schlechte Politik. Ja? Also wenn man das sozusagen so stückchenweise vorantreibt, dass da die Grenzwerte sich verbessern müssen, dass wir bei der Eutrophierung auch in unsere Flüsse da mehr aufpassen müssen, dass wir die Ziele der sogenannten Wasserrahmenrichtlinie, also wir haben keinen, soviel ich weiß, haben die Kollegen keinen Horizont, wann sie meinen, die Ziele erreicht zu haben. Das ist noch nicht absehbar. Und das liegt natürlich auch an den Einleitungen und das liegt zumindest häufig auch an angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzungen. Die Landwirte sagen nein, es liegt an ganz anderen Quellen. Ist zum Teil auch diffus, diese Fragestellung. Also auch das ist nicht einfach zu beantworten. Aber um beim Wasserthema zu bleiben, eine Folge des neuen Düngemittels, des Düngerechts ist, dass die Kläranlagen, unsere Kläranlagen, die Klärschlämme, die hinten rauskommen aus den Kläranlagen, nicht mehr so, wie sie das über Jahrzehnte ganz selbstverständlich gemacht haben, auf landwirtschaftliche Nutzflächen ausbringen können. Das wird mit den Maßgaben, die jetzt vorliegen, immer weniger der Fall sein. Und hinzu kommt, dass der Staat gesagt hat, von wegen Ressourcenschutz, Ressourcenschonung, diese Klärschlämme enthalten wertvolle Bestandteile, nämlich Phosphor. Und Phosphor ist ein Rohstoff, der ist sozusagen Schwinden. Im Schwinden und wird immer wertvoller. Und das bedeutet, dass in der neuen Klärschlammverordnung festgelegt wurde, dass in einigen Jahren die Klärschlämme so entsorgt werden müssen, dass sie eine Phosphorrückgewinnung organisieren. Und das ist teuer, da organisieren wir gerade Unterstützung, Fördergelder, Machbarkeitsstudien, um die Klärwerksbetreiber darauf vorzubereiten. Das wird dann auch sogenannte Monoverbrennungsanlagen geben, weil das ist einfach so, das Thema Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Nutzflächen neigt sich dem Ende entgegen. Das ist auch gut so.
So, gibt es weitere Fragen? Wir haben ja erlebt bis etwa 2005, dass viele Menschen bis vor das Potsdamer Parlament gezogen sind, weil sie sich massiv gegen diesen sogenannten Anschlusszwang gewehrt haben. Das ist ein Thema, das ist völlig von der Bühne verschwunden. Viele von denen, die das nicht wollten, haben ja nicht nur protestiert, weil das Geld kostete, nach Metern, manche mussten 52.000 Euro bezahlen. Wir haben auch von Selbstmorden gehört, bei Menschen, die das nicht bezahlen konnten. Es gab bei vielen dieser Leute ja auch den Gedanken, lasst uns das Wasser im Dorf, in der Landschaft halten. Ich möchte eine Schilfteichkläranlage auf meinem Bauernhof haben und mich nicht anschließen lassen. Das extremste Beispiel war ja diese Spreewaldgemeinde, wo selbst die Bürgermeisterin bis zuletzt dagegen gekämpft hat. Wir waren mit der Kamera damals bei Ozon dabei, wie 8 Polizisten kamen, diese Frau verhaftet haben, auf den Boden gedrückt haben, für einen Tag eingesperrt haben und in dieser Zeit die Bagger kamen und auch ihren Hof angeschlossen haben. Also übler ging es gar nicht. Wir müssten uns eigentlich vor diesen Menschen heute entschuldigen unter dem Aspekt des Klimas. Frage ist, wir erleben ja oder haben ja erlebt mit Corona Notstand, gebiert viele Notstandsmaßnahmen. Was könnte die Politik tun, um wenigstens in Teilbereichen diesen Anschlusszwang wieder aufzuweichen und Leuten, die sagen, ich möchte doch noch auf meinem Hof eine eigene kleine Schilfteichkläranlage haben, dass man denen das wieder gewährt? Herr Sommerschuh, das ist schon eine berechtigte Frage. Da schließe ich mal an das, was die Landschaftsarchitektin in Berlin sagte. Sie erwartet, dass wenn man sozusagen, in dem Fall war das kleiner Mini-Kreislauf, Niederschlagswasser unmittelbar auf den eigenen Grünflächen, um das Gebäude zu versickern, wenn man sowas machen will und das nicht nach Schema F machen will, dann stößt man vor eine Wand. Sie erwartet mehr Kreativität bei den Behörden. Wir versuchen ja auf ministerieller Ebene dafür zu sorgen, dass man dann dass man entsprechend Rechtsregeln hat, die diese Kreativität ermöglichen. Die Behörden müssen ja zunächst mal streng nach Recht und Gesetz vorgehen. Und in der Tat im Bauwesen und Sie sagen jetzt Anschluss- und Benutzungszwang im Wasserbereich, gibt es Regelungen, die müssen regelmäßig hinterfragt werden. Ich stecke jetzt in diesem Problem leider jetzt nicht zu tief drin, aber es muss möglich sein, es geht auch über Ausnahmen, hier eine eigene Schilfkläranlage einzurichten. Das scheitert häufig offensichtlich am Widerstand dann auch des Wasserverbandes, für den jeder Anschließer natürlich auch ein Gebührenzahler ist. Und da muss man schon ein sehr gutes Konzept haben, um da Ausnahmen hinzukriegen und schon gar nicht innerhalb von geschlossenen Gemeindekörpern, sondern es ist dann meistens möglich für Einzelhäuser, die irgendwo im Außenbereich stehen, wo sich ja ohnehin die Daseinsvorsorge irgendwann überlegen muss, ob wir jedes Haus ganz selbstverständlich mit sämtlichen Leitungen ausstatten können, egal wo es sich befindet. Darüber wird es auch noch Diskussionen geben. Mir ist bei Ihrem Thema Anschlussbenutzungszwang aber ein anderes Wassernutzungsthema eingefallen, das Wassernutzungsentgelt. Wer bezahlt wie viel pro sozusagen Fläche, die er sozusagen als Eigentum hat, als Hauseigentümer, als Landwirt, als Forstunternehmer und so weiter, der Wasser in Anspruch nimmt. Und wenn ich daran erinnern darf, das ist ein Riesenpolitikum gewesen im Land Brandenburg. Da haben entsprechende Verbände eigene Gesetzentwürfe gemacht, sozusagen in der Angst, dass sozusagen die eigene Klientel bei der Neuverteilung der Lasten beim Wassernutzungsentgelt vielleicht übervorteilt werden könnten. Und
diese sozusagen sehr politisch geführte Diskussion, die hatte noch nichts mit dem Wassermengenproblem zu tun, sondern ausschließlich mit einer Kostenverteilungsfrage. Und wenn man sich jetzt diese Diskussion, die da gewesen ist, überträgt auf das, was der Professor Olaf Mietz ja zu Recht gesagt hat, wir werden über die 40%, wo wir nutzungsbedingte Wasserentnahmen haben, und da entscheiden wir, die Nutzer, wie es verteilt wird, wie teuer das ist und so weiter, wenn man sich dann diese Diskussion unter einem Mengenproblem vorstellt, dann weiß ich, was das bedeutet politisch, wenn wir irgendwann diese Fragen in der Tat stellen müssen. Wie sieht das mit unseren Privatgärten aus? Werden wir dann künftig Gewerbegebiete nicht mehr anschließen, weil wir sagen, wir wollen keine Arbeitsplätze, wir wollen lieber die Privatgärten weiter sozusagen beschicken und oder. Ja? Also wenn wir zu einer Wassermengenbegrenzungsdiskussion kommen und Nutzungsinteressen da aufeinanderprallen, dann wird das noch mal schärfer werden als die, ich glaube, im letzten Jahr geführte Diskussion oder vor 2 Jahren geführte Wassernutzungsentgeltfrage. Ich wollte gerne daran anknüpfen und ein Beispiel nennen. Ich bin Mitnutzerin einer Schilfkläranlage im Ostprignitz-Ruppin. In diesem Dorf gibt es 500 Häuser. Und jedes Haus hat eine eigene Schilfkläranlage. Das hängt damit zusammen, dass rundum ziemlich weite Wege zu überbrücken gewesen wären und man deshalb von den Wasserverbänden, es hat sehr viele Bestrebungen gegeben, das Dorf auch noch klein zu kriegen, davon aber die Finger gelassen hat. Das wäre mein Beispiel zur Nutzung des Wassers, und da ist es natürlich so, wir müssen nur das Abwasser, was abgepumpt wird, also nicht das Abwasser, sondern die festen Stoffe bezahlen. Die werden ein- oder zweimal im Jahr abgefahren. Alles andere bleibt sozusagen vor Ort. Und es steht Schilf, bei uns stehen ein bisschen mehr Brennnessel, weil die sich breit machen, sind ja auch Stickstoffanzeiger. Also die Proben, die jedes Jahr zweimal entnommen werden, sind glasklar. Wir trinken zwar nicht, aber wir haben das Wasser vor Ort. Und wir können leider nicht, wir haben nicht genug Regenwasser, obwohl wir zig Regentonnen aufgestellt haben, solange es regnet. Laufen die voll, dann können wir sie benutzen. Ansonsten müssen wir Leitungswasser nutzen, und da zahlen wir natürlich den Leitungswasser. Also das bezahlen wir als Leitungswasser, aber das von den Dächern, was wir benutzen, brauchen wir nicht zu zahlen. Dann wollte ich aber noch den Kreis ein bisschen größer machen, um auf die Architektin zu sprechen zu kommen. Es gibt in Deutschland seit vielen Jahren, ich glaube schon seit 2 Jahrzehnten, die Fachvereinigung für Regen- und Brauchwassernutzung. Das sind wirklich hervorragende Beispiele. Leider sind es immer nur territorial begrenzte Beispiele. Es gibt zum Beispiel ein Haus in Prenzlauer Berg in der Marienstraße, das nutzt sozusagen das Wasser, was vom Duschen anfällt und auch von der Küche für die Toilettenspülung. Und das im gesamten Haus. Das Haus wurde saniert, und dabei wurden also unterschiedliche Leitungsstränge genutzt, sodass das auch möglich ist. Ähnliche Beispiele gab es in Frankfurt am Main. Da gab es einen riesengroßen Hotelkomplex, die haben das auch gemacht. Und da haben die festgestellt, also bei uns duschen die viel länger als wahrscheinlich bei sich zu Hause oder baden auch. Aber wir haben ja kein Problem damit, weil wir nutzen das ja nochmal. Und es gibt viele, viele andere Beispiele. Die Fachvereinigung hat versucht, auch Lobbyarbeit zu betreiben im Bundestag,
Ja, die haben auch versucht, nach außen zu gehen, weil der kreative Ingenieur, der sich das ausgedacht hat, hatte Beziehungen nach Jordanien. Und die sind also ins Ausland gegangen und haben geguckt, das wäre doch auch für die, gerade in den arabischen Ländern, eine interessante Strategie, wo die sonst einmal in ein Hotel mit einem riesen Wasserwagen kommen müssen, einmal am Tag. Oder sie könnten also das Wasser nutzen. Insofern hätte es mich gefreut, wenn dieser Aspekt vielleicht auch noch eine größere Rolle gespielt hätte. Und wir sind hier im Haus der Natur und wer hier schon mal auf der Toilette war, hat sicherlich auch den Text gelesen, dass wir aus den Dachrinnen das Wasser für die Toilettenspülung nutzen. Ich bin ja erstmal schon ganz dankbar für Ihren Beitrag, weil ich hätte mich vielleicht gar nicht so getraut, so etwas Grundsätzliches zu sagen, weil man muss sich vor Augen führen, dass wir mit einem riesigen Aufwand Trinkwasserqualität organisieren, ja, die wir dann für die Beregnung unserer Gärten, für die Toilette nutzen. Also der Aufwand, den wir da treiben, ja, also muss uns bewusst sein und insofern ist es wichtig, über neue Varianten nachzudenken. Und ich habe ja nur so ein bisschen darauf hingewiesen, wie schwierig das ist, auch für Behörden, bevor etwas dann als Stand der Technik akzeptiert werden kann, als Nebenbestimmung in einer Baugenehmigung oder wo auch immer. Das ist eben ein steiniger Weg. Das ist ein steiniger Weg. Aber wir werden über diese Fragen künftig immer mehr nachdenken, wie wir übrigens über die Frage, wie wir unsere Häuser bauen, auch künftig immer mehr und ganz anders nachdenken werden müssen. Ja. Die Beispiele gibt es seit Jahrzehnten auch in großem Maßstab. Also das ist ja nicht zu verstehen. Naja. Ich wollte zu dem Thema Brauchwasser noch kurz sagen, das hatten wir auch in der Recherche uns ein bisschen angeguckt. Auch in der Landwirtschaft wird ja diskutiert, wie man mit Brauchwasser arbeiten kann. Das ist auch bundesweit Gegenstand von Forschung und so. Da gibt es nur auch verschiedene Probleme, natürlich sowohl die Qualität, dann eben auch bei der Lebensmittelerzeugung, aber vor allen Dingen auch, wo fällt Wasser überhaupt an und wo wird es dann benötigt. Das ist dann besonders bei der Landwirtschaft eben schwierig, weil natürlich da, wo wenig Leute leben, ist dann eben Landwirtschaft. Deswegen haben wir uns das schon auch ein bisschen angeguckt, aber klar, man kann im Film nicht alles drin haben. Auch ein Thema, was wir jetzt nicht wirklich drin haben und was ja auch wirklich, also wir haben es angedeutet mit der Spree am Anfang und mit den Folgen der Kohleförderung beziehungsweise der bald ausbleibenden Kohleförderung. Was passiert dann, wenn die Spree, die sich jetzt im Sommer zu großen Teilen nur noch eigentlich aus Grubenwasser speist, was passiert dann da? Und Herr Vogel hat im Interview, das ist jetzt auch gar nicht im Film drin, zum Beispiel auch gesagt, dass er gar nicht garantieren kann, dass man den Ostsee jemals so füllen kann, wie man das vorhat. Was eigentlich eine wahnsinnig krasse Aussage ist, weil ich meine, die Stadt Cottbus mit der ganzen Entwicklung, die da rund um diesen Ostsee stattfindet, also setzt ja sozusagen die wirtschaftliche und auch touristische Entwicklung und Zukunft ja auch ein Stück weit darauf. Und wir werden Nutzungskonflikt haben wir jetzt schon im Spreewald. Das ist schon jetzt jeden Sommer ein Thema. So, was lässt man trocken fallen? Welche Fließe? Das wird noch viel größeres Thema werden. Und das Ganze im Kontext von Zukunft Ostdeutschland. Ja, also welche Arbeitsplätze können wir hier schaffen? Wir haben jetzt das Thema der Industrieansiedlung Tesla. Aus so einer, ich sage jetzt mal, wirtschaftspolitischen Sicht erstmal rein betrachtet. Wäre vielleicht was Tolles, ja, Arbeitsplätze, die wir hier irgendwie schaffen. Aber wenn wir dann merken, worauf basieren eigentlich diese Dinge, da haben wir das Wasserthema, aber eben auch der Tourismus, der in Ostdeutschland eine große Rolle spielen soll, basiert ganz viel auf Wasser. Und also wenn man diesen Bogen so höher spannt, dann gruselt mich persönlich das so ein bisschen, weil da wirklich große Verteilungskonflikte in Zukunft anstehen. Und wir haben die hier nur angedeutet. Bin noch dabei zu überlegen, ob man mal einen reinen Film wirklich macht zu den Umweltfolgen des Kohleausstiegs und da zum Beispiel eben dieses Wasserproblem. Das wäre, glaube ich, einen eigenen Film wert. Da hat das Ruhrgebiet ja auch schon krasse Erfahrungen gesammelt, wo da tagtäglich die Pumpen laufen, damit einige Städte nicht überflutet werden. Wir haben hier eher ein anderes Problem. Also
Mir macht das alles ganz schön Angst, diese ganzen Themen. Also wäre man fast froh gewesen, man hätte das Thema nicht angepackt. aber wir müssen uns dem halt irgendwie stellen, weil wir haben den einen Satz noch oder den einen Aspekt noch, das ist jetzt auch in unserem Sand- und Kies-Film uns wieder aufgefallen. Und da hat ein Architekt einen ganz tollen Satz gemacht. Wir haben in der Vergangenheit immer Dinge genommen, verwendet und dann weggeschmissen. Das gilt beim Sand und Kies zum Bauen, das gilt bei Öl- und Plastikerzeugung, ne, Plastik, aber es gilt halt auch irgendwo beim Wasser. Ne, wir haben es sozusagen hochgepumpt, wir haben es einfach verbraucht, auch wenn es aufbereitet ist, hohe Qualität, dann noch einfach zum Klo spülen und dann weg damit. Und das jetzt umzustellen und wieder in Kreisläufen zu denken, ist halt nicht so in ein, zwei Jahren zu machen, sondern das dauert halt sehr, sehr lange und ist halt auch sehr teuer. Und das Ding ist, dass wir mit dem Wasser ja hier auch nichts viel Neues, was ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich erzählt haben. Aber es ist, der Film ist in eine Zeit jetzt gefallen, wo jeder gemerkt hat, da ist was irgendwie im Argen. Ja, weil der Grünstreifen vor der Haustür gerade ein Gelbstreifen ist oder weil der Badesee verschwindet oder so. Und was man in den letzten 20 Jahren hätte schon machen müssen, sich auf diese Jahre jetzt eigentlich vorzubereiten, haben wir halt eben nicht getan. So. Und habe auch ich nicht vor 5 Jahren so viel drüber nachgedacht, ja, und wahrscheinlich viele von Ihnen auch nicht. Und jetzt denken wir halt drüber nach und merken, ist vielleicht ein bisschen spät, ja, aber damit müssen wir jetzt irgendwie zurechtkommen. Das ist wie bei der Pandemie, nicht? Man kümmert sich erst drum, wenn sie ausgebrochen ist. Aber vielleicht schließt sich hier die Frage an, Tesla hat seit vorher Woche wieder die Planungen auslegen müssen, ich wohne da in der Nähe. Und die Frage war ja ganz stark, reicht das Wasser für so ein Unternehmen, das auch noch einen Batteriebetrieb plant? Wie ist da der letzte Stand? Können Sie was dazu sagen? Ich sage nur einen Satz vorher. Das Tolle daran ist, dass jetzt gesagt wurde, dass das Abwasser an die Müggelspray geleitet werden soll. Das ist zumindest für die Trinkwasserversorgung Berlins ganz positiv. Aber das hilft natürlich Ihnen vor Ort jetzt nicht. Wassermenge anbelangt. Ja, Berlin gehört übrigens zu den wenigen Großstädten in Europa, die noch mit Flussfiltrat und Grundwasser alleine vor Ort sozusagen klarkommen. Es ist eigentlich selbstverständlich für fast alle Großstädte in Europa mit riesenlangen, hunderte Kilometer langen Fernwasserleitungen das Wasser zu beziehen. In Berlin ist das bisher nicht überlegt worden. Vielleicht muss man das dann irgendwann mal überlegen. Ich habe ja befürchtet, dass ich noch zu Tesla befragt werde. Das ist nicht mehr zu vermeiden. Aber da gibt es eine klare Einschätzung von uns im Moment, ist die, dass, und so liegen auch die Unterlagen von Tesla aus, dass die zusätzliche Batteriefabrik, die jetzt erstmalig neu in den Antragsunterlagen ist, was die Gesamtmenge anbelangt, keine zusätzliche Wassermenge benötigt, weil man insgesamt an vielen Stellen den Wasserbedarf nochmal sozusagen an der Stellschraube gedreht hat. Und das führt bei uns im Moment dazu, dass wir sagen, für die Genehmigung, die jetzt ansteht, irgendwann im Laufe dieses Jahres, schauen wir mal, wie da jetzt das Verfahren wie Tesla durch das Verfahren kommt. Das geht nochmal volles Programm mit Auslegungen, mit Einwendungen. 40 Aktenordner, ja, ist schon irgendwie alles gewaltig. Ist eine der größten Industrieansiedlungsprojekte derzeit in Europa, ja, in der Größenordnung. Das ist so. Reicht das Wasser, aber in dem Moment, wo Tesla die Autofabrik nochmal verdoppeln will, die sogenannte erste Ausbaustufe starten will, müssen wir erstmal gucken, wie viele Tesla da dann auch verkauft werden. Das ist dann ja erstmal nur eine unternehmerische Überlegung. Ist aber völlig klar, dass dann Wasser von woanders kommen muss. Da gibt es Erkundungen jetzt im Bereich Hangelsberg zum Beispiel, wo man gucken will, ob da ein Grundwasserkörper ist, der herangezogen werden kann mit einem neuen Wasserwerk. Es ist völlig klar, dass dann das Abwasser nicht mehr einfach in die Berliner Klärwerke gehen kann, sondern dass dieser Wasserverband vor Ort erstmalig übrigens ein eigenes Klärwerk bauen muss. Ja? Und das muss dann alles da sein, bevor man eine zweite Ausbaustufe wird genehmigen können.
Und ich weiß nicht, ob die Kollegen im Wasserbereich dann so schnell sind wie wir im Emissionsschutz. Das dauert seine Zeit. Eine Kläranlage muss projektiert werden. Das, eine der Fragen haben Sie gerade schon, die da zu diskutieren sind, haben Sie schon angesprochen. Was ist das, wo das Einleitgewässer, ja, wohin gehen die Abwässer, die gereinigten wohlgemerkt. Und da hat man sich jetzt wohl auf die Spree als günstigstes Gewässer geeinigt, dass das wohl möglich ist, aber das durchläuft ein Zulassungsverfahren nach allen Regeln der Kunst. Das sind alles bisher nur Überlegungen, beginnen mit dem Standort und der Ausrichtung dieser Kläranlage und, und. Wir stehen noch am Anfang. Aber für das jetzige BIMSCH-Verfahren wird es genügend Wasser geben. Das ist im Übrigen vertraglich auch gesichert zwischen dem Vorhabenträger und dem Wasserverband. So, ich frage jetzt noch mal in die Runde. Gibt es noch Fragen? Ich dahin. Ich will noch einen ganz kleinen Vorschlag machen an dem Ministerium. Ihr habt euch bis 2010 ziemlich verdient gemacht mit aufklärerischen Schriften. Also da gab es ein Heft über, was sind die schönsten Dörfer Brandenburgs. Da gab es ein Heft, was sind die schönsten Backsteinbauten in Brandenburg. Da gab es ein Heft über die Haustypen in Brandenburg. Das hat sehr dazu beigetragen, Bewusstsein in den Dörfern wiederzuwecken. Aus dem Film kommt so ein Wort wie Agrarforst. Das ist was ganz Technisches in meinen Augen. Es wird allerhöchste Zeit, und das ist jetzt mein Vorschlag, mal wieder Dinge zusammenzubringen. Wenn man in die deutsche Landschaftsmalerei geht, seit 1500 ungefähr, dann sieht man, dass das, was wir hier diskutieren, zum Thema Klima- und Wasserhaltungsfähigkeit der Landschaft, sichtbar als Bauernweisheit von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Es sind nämlich die kleinen, gliedrigen, von vielen Hecken und Windschutzstreifen umstandenen Landschaften. Es gibt viele Maler, seit Dürer, seit Konrad Witz, die das sozusagen selbst in den Hintergrund von Heiligenbildern gemalt haben. Das heißt, mitten in der kleinen Eiszeit sogar, als es noch viel arger war, auf einen kurzen Nenner gebracht, statt Agrarforst, kann man doch auch sagen, eine schöne Landschaft ist immer eine wasserhalte und klimafreundliche Landschaft, weil was ist schön? Das ist etwas, wo ich gerne spazieren gehe, weil es kleingliedrig ist. Und wenn wir diese Entfremdung, die wir alle miteinander erleben, vom Spazierengehen in freien Landschaften, auch die Bauern sind so industrialisiert inzwischen in ihrem Blick, sie wissen gar nicht mehr, was vor 30, 40 Jahren um ihre Dörfer noch an schöner Landschaft war. Also ich fände es gut, wenn man mal über die Bande spielt und mal eine Broschüre rausgibt, die diesen Aspekt aus ästhetischer Sicht für viele Menschen wieder zusammenführt, was da heißt, der Nutzen und die Schönheit gehören zusammen. Ein alter Spruch von Albrecht Dürer. Ja. Wir betrachten alles so technisch. Da ist ein Aspekt, da ist ein Aspekt. Dies als kleiner Vorschlag. Dankeschön. Ja, wollen wir darauf noch? Ja, nur vielleicht, die Anregung nehme ich gerne mit und auf. Ich bin gerade vor ein paar Wochen, habe ich mich dagegen verwahrt, dass, da ging es um Windkraftnutzung, man mir gesagt hat, also hier ist doch alles in Brandenburg kein Problem, hier gibt es keine Berge. Und dann habe ich gesagt, also schöne Landschaft kann man auch haben ohne Berge. Und wenn wir hier ein Landschaftsschutzgebiet haben, dann bitte ich das doch zu respektieren. Und da ist mir aufgefallen, im Grunde, was Sie jetzt sagen, da fehlt, das sind rein technische Blicke.
trotz aller Visualisierungstechniken, die man machen kann. Und ich nehme diese Anregung gerne auf. Ich war früher übrigens im Naturschutz lange Jahre tätig und ich weiß nicht, für wie viele Hecken ich im Land Brandenburg verantwortlich bin, die wir sozusagen dargebracht haben. Das ist immer eine Schwierigkeit gewesen über unsere Stiftung Naturschutzfonds. Man muss die Flächen kaufen, weil sie eben aus der Förderkulisse der Landwirtschaftsfläche hinausfallen. Da muss man das kaufen. Also das ist immer ein Kampf gewesen. Aber ich bin da zuversichtlich, dass, ähnlich wie der Minister das im Interview gesagt hat, dass da auch in der Landwirtschaft das Bewusstsein gerade deutlich wächst, dass man was tun muss. Und dazu gehört auch die Kleingliedrigkeit der Landschaft. Das ist die, immer die, grundsätzlich die schönere Landschaft in der Betrachtung des Normal, wie heißt das immer so schön, des gibt es so einen Ausdruck dafür, fällt mir gerade nicht ein. Wenn man normal, man muss den normalen Blick haben, juristisch auch. Ne? Was ist eine schöne Landschaft? Komme ich vielleicht nachher noch drauf. Wir nehmen es als Schlusswort, ja? Ich möchte mich bei Nico Schmolke und bei Axel Steffen ganz herzlich auch, ich denke, in Ihrem Namen bedanken, auch im Namen derjenigen, die uns im Internet sehen. Es ist wirklich schön, nach so langer Zeit wieder einmal, also seit Oktober vorigen Jahres, mit Publikum zu arbeiten. Und ich denke, dass auch die Dinge, die wir sonst in den vergangenen Jahren dann am Schluss gesagt haben und um die wir gebeten haben, wir nehmen keinen Eintritt, wir bitten beim Austritt die Spendenbüchse zu beachten. Wir sind wirklich dadurch, dass viele Veranstaltungen nicht stattgefunden haben, einigermaßen in finanziellen Nöten, haben wir heute in der Vorstandssitzung festgestellt. Aber das können Sie jetzt nicht ausgleichen. Wir können nicht Sie in Haftung nehmen. Auch die Leute, die uns im Internet sehen, haben die Möglichkeit, auf unserer Homepage mit PayPal zu spenden. Überhaupt, sonst haben wir blaue Zettel ausgelegt und haben Sie gebeten, für den Publikumspreis Ihre Stimme abzugeben. Auch das haben wir jetzt erstmal ins Internet verlegt. Also wenn Sie nach Hause kommen, rufen Sie www.ökofilmtour.de. Auf unserer Homepage sehen Sie dann diesen Stimmzettel. Und für alle, die sich daran beteiligen, verlosen wir in Neuruppin im Upphaus, in dem ältesten Haus, wie heißt es? Upphus. Ich wollte es ein bisschen eindeutschen, hochdeutschen. Also Upphus, ein Wochenende für zwei Personen. Also der Publikumspreis wird noch nicht am 24. September bei der Preisverleihung vergeben, sondern erst am Jahresende, weil wir noch bis Ende November hoffentlich, wenn nicht eine vierte Welle kommt, dann noch mit sehr viel Publikum das Festival dieses Jahres zu Ende führen. Ab 1. Juli gibt es dann schon die Einreichung fürs nächste Jahr und bis Ende des Jahres werden wir dann auch dieses Programm fertig haben. Also es geht dann sofort von 2021 im Januar, wenn wir alle gesund sind, in das Festival 2022, das dann schon das 17. ist. Ich wünsche Ihnen, kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie uns auch weiterhin treu. Das wird ja auch noch mal gut, das alles zu erfahren.